So, ich habe jetzt einen kleinen Haul für euch, diesmal mit Pick und Kloppenburg Düsseldorf. Auf die Hose hier habt ihr mich sehr, sehr oft angesprochen, wo jetzt auch perfekt meine Nägel zu passen tatsächlich. Die ist von Jake's. Ich liebe diese Marke. Ich habe so viele Sachen davon, jetzt auch in dem Haul. Gibt es noch ein paar mehr, habe ich damals durch meine Mom tatsächlich kennengelernt. Und das Oberteil hier ist von Naked. Naked gibt es auch bei P&C Düsseldorf. Und die ist leider gerade ein bisschen zerknittert. Ich habe aber noch kein Bügeleisen, deswegen sorry. Aber richtig nice Sommeroutfit, vor allem mit der Jeansjacke, wie ich das getragen habe. Dann tatsächlich auch ultra nice. Ich dachte erst, die wäre zu lang. Aber ich finde das eigentlich richtig cool, wenn die so auf den Sneakern aufliegt. Und irgendwie kommt die Farbe hier im Spiegel gar nicht so knallig rüber, wie sie ist. Also die ist noch ein bisschen grüner tatsächlich. Aber ultra nice. Also richtig, richtig cool für den Sommer. Ich liebe ja sowieso grün aktuell. Auch mit den Nägeln. Passt perfekt. Trag übrigens Größe 34. Und schon wieder was von Jake's. Ich finde das so cool. Leider ist mir die Hose, die hier, doch ein bisschen zu groß. Also die werde ich umtauschen müssen. Ich dachte, für diesen lockeren Fit würde das cool aussehen. Aber die ist mir doch leider zu groß. Aber ja, es gibt ein Osterspecial aktuell auf der Seite von Pick und Kloppenburg Düsseldorf. Also schaut da mal vorbei. Ich glaube, das läuft ein paar Tage. Und vielleicht findet ihr auch was Cooles. Wunderschöne Ostern wünsche ich euch allen. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass die leere Roomtour, weil hier ist ja noch gar nichts fertig, wahrscheinlich nächsten Mittwoch oder Donnerstag online geht, weil dieses Wochenende werde ich mit meiner Familie genießen. Ich wollte es erst am Sonntag hochladen, aber ich mache das ganz entspannt und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Vor allem, also mal kurz zur Erklärung. Wir haben so viele heute geschrieben, oh, du siehst heute so gut aus und so bla bla bla. Und ich habe heute noch gesagt, ich habe heute das erste Mal seit Wochen, vielleicht sogar Monate, wo ich mich wirklich schön finde, wo ich mich angucke, denke, ja Mann, wo ich nicht in den Spiegel komme und denke, irgendwas stört mich oder so. Und heute fühle ich mich wirklich richtig hübsch. Und oft sieht man das ja nur selbst. Aber dass ihr das jetzt auch gesehen habt so und das auch so empfindet, finde ich voll crazy. Und so viele, die fragen, was ist mit deinem Make-up, warum sieht das so flawless aus oder Haut und so. Es ist das Licht. Ich schwöre euch, es ist das Licht. Ich stehe gerade vor einer Fensterfront und alles sieht dadurch einfach flawless aus, weil es schön ausgeleuchtet ist. Nicht wie in einer alten Wohnung. Dann kommt das von oben, sieht scheiße aus.